Brütend heiß steht die Luft über den Feldern. Wie urzeitliche Monsterkäfer schieben sich die Mähdrescher der Bauern über das Korn und flimmern lustig in der Hitze. In der Stadt kocht die Luft förmlich über dem Asphalt. Alle sind so verlangsamt in ihren Spaghetti-Trägerleiberln. Man denkt, es ist einfach Sommer und schaltet auf Sparmodus. Aber irgendwo ist wer, der oder die gibt, während alle am Rücken liegen, das Signal zur Aktion. Sonntag ist, es ist der heißeste Tag des Jahres bisher und der Tag, an dem die Falle zuschnappt. Wird das der dreckigste Wahlkampf aller Zeiten? Schaut so aus. Und fürs Erste ist es nicht die FPÖ, die am tiefsten in die Jauchegrube greift. 7 Wochen vor der Wahl werden, was für ein Zufall, 8 der pakistanischen Asylbewerber aus dem Servitenkloster verhaftet und abgeschoben. Aber das hat, sagt die ÖVP-Innenministerin, es gilt die Amtsmissbrauchsvermutung, ja alles nichts mit den Wahlen zu tun. Zufällig seien die Rückreisezertifikate der pakistanischen Botschaft nur rechtzeitig zum Wahlkampfauftakt fertig geworden. Ja, so ein Zufall. Und der Zufälle nicht genug, werden praktisch zeitgleich 3 Asylbewerber aus dem Servitenkloster als Mitglieder einer Schlepperbande verhaftet. Die Ermittlungen führt das Justizministerium der ÖVP-Ministerin Beatrix Karl. Es gilt die Amtsmissbrauchsvermutung. Und mit dabei bei diesen sogenannten Ermittlungen ist, na, die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, bei der man ohnehin die Amtsmissbrauchsvermutung quasi automatisch mitdenkt, sobald die Rede auf sie kommt. Solche Zufälle, ja, lauter Zufälle. Also, das ÖVP-Innenministerium fädelt es so ein, dass 7 Wochen vor der Nationalratswahl die Flüchtlinge abgeschoben werden. Das ÖVP-Justizministerium ermittelt währenddessen angeblich schon monatelang wegen Schlepperei und wie von geisterhafter Regie inszeniert, kommt es dann praktisch zeitgleich zu Verhaftungen. Ist das nur mehr bloß Amtsmissbrauch? Oder ist das fast schon sowas wie ein Putsch? Ich meine, soll man das wirklich nur Amtsmissbrauch nennen? Ist das nicht ein allzu beschönigendes Wort? Oder hat das schon, sagen wir, putschistische Elemente, dieser Missbrauch von Polizei und Justiz zu privaten Parteizwecken? Und das Absurde ist, dass es in dieser medialen Welt nicht nur die Lügenjournalisten des Boulevards sind, die diese Schleppergeschichte gierig übernehmen, sondern auch viele andere, die nehmen die so, als wäre die zumindest eine mögliche, wenn nicht sogar eine plausible Version der Wirklichkeit. Und schreiben dann, dass Schlepperei schon was Böses ist und die Gutwilligen schreiben, dass Schlepperei was Böses ist, aber man bitte nicht verallgemeinern darf. Statt einfach zu sagen, wie lächerlich ist das denn? Für wie blöd muss man uns denn eigentlich halten, dass man glaubt, man könnte uns so eine Geschichte auftischen? Wie gaga muss man denn sein, um so etwas zu glauben? Gänzlich bizarr ist es aber, dass kaum ein Medium das so gesagt hat. Am deutlichsten hat's noch, ja echt, die Staatsanwaltschaft Wien gesagt, also deren Sprecherin, die gesagt hat, hey, wir haben da sicher jetzt keine Köpfe von einer Schlepperbande verhaftet. Ja, hat sie gesagt, am Freitag, glaube ich. Sie wissen wahrscheinlich nichts davon, weil das wird ja nicht berichtet. Aber das hat sie gesagt, weil sie bei dieser medialen Vorverurteilungsorgie offenbar sich gezwungen gesehen hat, die Reißleine zu ziehen. Ja, also diese Vorwürfe sind schon wieder in sich zusammengebrochen, aber die Kronenzeitung, na, die lügt trotzdem munter weiter. Ja, und klar, da kann ja auch ein bisschen was dran sein, schon. Ja, also möglicherweise ist gar nichts dran und die Vorwürfe sind zur Gänze fabriziert, also erfunden. Aber möglicherweise haben ja auch einzelne Leute aus dem Kloster mit irgendwelchen Verwandten telefoniert, die von Fluchthelfern nach Österreich geschleust worden sind und die haben gesagt, hey, ich bin in Österreich, weißt du, wo ich unterkommen könnte? Und die haben gesagt, nein. Oder sie haben gesagt, ja, ich weiß wen. Vielleicht haben sie sogar gesagt, komm ins Kloster, kannst hier 2 Tage schlafen, weiß ich nicht. Und wie wir wissen, das reicht natürlich allemal für Kronenzeitung-Schlagzeilen von einer Schlepperbande aus dem Servitenkloster. Oder um von der berüchtigten Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zum Mitglied einer kriminellen Organisation erklärt zu werden. Dort reicht ja noch viel weniger, da reicht es ja, wenn jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt. Ja, und warum das alles?
Na, ganz einfach, weiß doch jeder, weil die ÖVP glaubt, jetzt, wir grundeln in den Umfragen bei 21-22% herum. Und wenn wir uns als Law and Order und ein bisschen Ausländer-Raus-Partei positionieren, dann kriegen wir vielleicht 1% oder 2% mehr. Und dann benutzt sie die ihr anvertrauten Behörden wohlgemerkt, die den heiklen Kern der Rechtsstaatlichkeit berühren, also Polizei und Justiz, für so eine Wahlkampfaufführung. Und das ist schon ein recht skandalöser Skandal. Skandalöser Skandal, gibt es gar kein Wort dafür. Skandal, Skandale am skandalsten. Weil ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Also ich finde dreckig Wahlkämpfen immer dreckig. Oder stehlen, so wie die Schüsselregierung, auch arg. Aber Polizei und Justiz zu missbrauchen und damit den Rechtsstaat zu untergraben und zu diskreditieren und zu desavouieren, das ist nochmal ein Drehärger. Und die SPÖ, die ist da natürlich sicher sehr erbost darüber, dass die ÖVP sowas macht und hält da mutig dagegen, empört sich und sagt, na so geht das nicht. Ja natürlich, Gesetze müssen vollzogen werden, auch die schlechten, die ÖVP durchgeboxt hat und denen wir zugestimmt haben, feige wie wir sind. Aber das als dreckige Wahlkampfmasche zu machen, na das geht zu weit. So sagt das die SPÖ. Nein, das sagt sie nicht. Lange, tagelang hat überhaupt niemand was von denen gesagt. In Schockstarre waren die gewissermaßen. Pfau, ist das gemein von der ÖVP, dass sie uns das antut, haben sich die wohl gedacht. Und dann hat der Darabosch gesagt, die Abschiebungen sind schon in Ordnung. Weil mit der SPÖ ist das ja so, die sind schon solidarisch mit den Erniedrigten und Beladenen und damit auch solidarisch mit Flüchtlingen und sogar solidarisch mit den Flüchtlingen im Servitenkloster. Nur merken darf das keiner. Weil wenn das wer merkt, dann hilft das ja dem Strache. Der führt dann einen Ausländerwahlkampf und nennt uns Ausländerfreunde. Und diesen Eindruck dürfen wir überhaupt nicht erwecken. Das kann uns schaden. Müssen wir deswegen so tun, als würden wir die Ausländer genauso hassen wie die anderen. Wenn die Leute, wissen's, weil die Ausländer ja unpopulär sind. Und die frechen Ausländer aus dem Servitenkloster, die sind besonders unpopulär. Und deswegen sagt er, Darabosch, so strunzdummes Zeug. Und dabei kommt er sich wahrscheinlich noch wie ein Held vor, weil er sich denkt, ich verliere meine Würde, aber für die Wahlkampfräson tue ich das, für die Partei tue ich das. Total selbstlos und damit heroisch. Macht mir nichts, dass ich meine Würde verliere im Dienste der Prozente. Und merkt gar nicht, dass Jammergestalten, die in aller Öffentlichkeit ihre Würde verlieren, ganz schlecht sind im Gewinnen von Prozenten. Also die Bösartigen lassen abschieben und die Erbärmlichen machen ihnen auch noch die Mauer. Statt dass sie sagen, ja klar, wir sind nicht blauäugig, im Rechtsstaat müssen richterliche Urteile auch vollzogen werden, auch wenn das Urteile von Asylbehörden sind, deren rechtsstaatliches Zustandekommen schon mal für sich fragwürdig ist. Weil, wenn auch ganz offensichtlich politisch verfolgte und bedrohte Pakistanis negative Bescheide bekommen, dann stimmt offenbar irgendwas nicht mit den Gesetzen oder zumindest mit denen, die die Gesetze vollziehen. Und in heiklen Kausen braucht es Fingerspitzengefühl. Und in humanitären Kausen braucht es auch manchmal humanitäre Lösungen. Und in letzter Konsequenz wird es, auch wenn man das alles besser macht, am Ende immer noch ein paar Abschiebungen geben. Aber nie und nimmer, das ist die rote Linie, nie und nimmer dürfen sie zu einer billigen, missratenen, bösen Wahlkampfshow werden. Nie und nimmer darf das Leben von Menschen aufs Spiel gesetzt werden für die Jagd um ein paar Prozente. Und wer das macht, der ist moralisch verkommen. Aber das trauen sich die Erbärmlichen halt nie zu sagen, weil sie immer zittern aus Angst vor den Bösartigen. Und weil die Bösartigen das schon vorher wissen, wissen sie, sie haben leichtes Spiel damit, mit ihrer Bösartigkeit.